wird bei einer Gefäßerweiterung ein Stent, also eine Gefäßstütze, implantiert. So kann diese einheilen und unkompliziert für die nächsten Jahre offen bleiben. Es gibt aber auch Situationen, dass dieser Stress im Gefäß zu einer Narbenentwicklung führt. Es ist ja eine Wunde, die erzeugt wurde, und diese Narbenentwicklung kann so überschießend sein, dass Narbengewebe nach innen in das Gefäß wächst und somit zu einer erneuten Verengung des Gefäßlumens führt. Und das ist eine Restenose durch Narbenbildung, ausgelöst durch einen Stent.